Moin Leute und willkommen zurück zu Titan Quest Multiplayer mit dem guten Fischi. Johoi. Und im letzten Part haben wir so gut wie nichts geschafft. Wir waren ja hier nur kurz mal. Wir haben kurz die verdorbene Wasserquest gemacht. Mir ist gerade eingefallen, dass wir unten noch mal rechts in links in die Höhle müssen. Komm mit. Ich glaube zumindest, dass wir da noch nicht waren, weil ich mich nicht daran erinnern kann. Das heißt, hier sind jetzt eh wieder neue Gegner gespawnt, was mich ein bisschen ärgert an Titan Quest. Ja, das ist aber in Sackgut auch so. Ah. Also mich ärgert es, ich finde es eigentlich gut Okay, sogar. es lag. Wow. Alter, heftigster Lag, Alter. Boah, wie es laggt. Guck mal, Also hier waren wir bei. nämlich noch überhaupt nicht. Ja, war auch ausge. Also war auch schwarz bei Ja, mir. manche. Hauptsache, wir töten hier alles instant. No, ich habe einen Wurfmesser in die Wand geworfen. Und man sieht jetzt übrigens auch mein Mauspfeil. Also auch schon im letzten Part, aber das fällt mir jetzt gerade erst wieder ein. Den hatte ich in den vorherigen Parts leider ausgeschaltet, weil ich ihn komplett vergessen habe. Genius. Den kann man ja bei Fraps ausschalten. Brauchst du irgendwie schon seit Ewigkeiten keinen Heal mehr von mir? Ja. Hast du Ich einfach... musste nur einmal Alter! was. Es laggt derbst bei mir. Ich hab grad Standbild. Ich kann grad nichts machen. So. Hab grad 0 FPS. Jetzt läuft's wieder. Moment, was ist Pyro? Weiß ich nicht. Alter, das laggt so heftig bei Siehst du mir. noch auf der Karte auch? Warte mal. Wo denn? Ja. Was ist das? Es ist ein Spieler. Nee, sieht nicht so aus wie du. Klar. Nein, also du bist bei mir Es ein ist grüner kein Kreis und. Spieler. Er ist bei mir auf der... Jetzt ist er weg. Genau, und du warst doch Wahrscheinlich hat nicht. er sich gerade versucht zu joinen und hat das Passwort nicht gehabt. Kann sein. Gut, Aber ich dafür habe habe ich eigentlich das nur für zwei Passwort gegeben. Spieler eingestellt. Titan Quest halt, ne? Na, falls ihr mitspielen wollt, dürft ihr nicht. Ja, genau. Kostet 1000 Euro. 2. 1000 Euro für Ja, jeden. 2000 Euro. Pro Minute. Natürlich. Wir sind wie die Telekom. Ich habe jetzt einfach mal einen Heiltrank. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Durch diese kleinen Spinnen. Es laggt derbst bei mir. Warum? Weiß ich nicht. Hat's eben nicht. Mein Laufwerk arbeitet auch gerade ziemlich heftig. Du Was bist ja sagt mir deinem gerade auch Laufwerk, dass es gestorben. aufhören soll? Hat's gerade. Ich habe noch eine Fest, zwei. So, jetzt wird's wieder mehr. Oh, ich bin auch gerade fast. Alter, die machen richtig Schaden. Ja, ach nee, die machen Giftschaden. Ja, aber die Großen machen so viel Schaden. Die Kleinen auch. Ging das hier nicht auch irgendwie? Ah, kurz ein Portal. Keine Lust zu laufen. Wir sollten mehr mit Portalen arbeiten. Wieso laggt das denn bei mir? Weil du dich gerade portest? Nee, überhaupt. Server-Lags oder wirklich Weiß ich FPS-Lags? nicht. Ich habe Frame-Einbrüche auch. Aber es kann ja sein, dass es über dem Server läuft. Ja, ich glaube nicht, weil ich habe ja absolut keine. Und ist ja mein Server. Ja, aber du kennst meine Leitung. Ja, aber trotzdem. Dann würdest du ja einfach nur hin und her laggen und dann würden dich deine Frames einbrechen. Na gut, ich habe zwei teilweise einfach komplett Standbild. Ich weiß nicht, warum es laggt. Jetzt laggt es auch nicht mehr. Jetzt habe ich wieder stabil 20 FPS. Jetzt wieder nicht. Ich finde, die sollten diese Giftsäcke und sowas öfters droppen. Das ist einfach nervig, dass man die nicht bekommt. Kann man wahrscheinlich einstellen. Halt Man könnte über wahrscheinlich alles einstellen. Entwicklereinstellungen, ja klar. Da oben ist eine Höhle, oder? Ja, da links. Wie wir die einfach letztes Mal übersehen haben. Ja, wir sind halt direkt nach TGR gegangen, weil der Part fast vorbei war, Ja. oder? Ich glaube, der Part war sogar schon vorbei. Der dachte, er kann. Hab ich den Timer dort Die angemacht? Arachnoiden sind übrigens übertrieben stark. Ich hab den Timer gar nicht angemacht. Oh, Freddy, du Held. Ja, ich habe jetzt einfach 20 Minuten, dann Ja, ich machen wollte wir gerade minus sagen, 5. machen wir halt ein bisschen länger. Okay, ja, oder wir machen halt minus 5 Minuten, also. Wenn dann 5 Minuten sind, dann hören wir Oder auf. wir machen halt ein bisschen länger. Ja, aber dann sind Ich meine liebe Parts dieses nicht mehr alle Spiel. gleich lang. Die Parts sind nicht mehr gleich lang. Das ist ärgerlich. Gott, momentan macht mir dieses Spiel echt am meisten Spaß. Ja, muss ich sagen, also. Hab ja auch kein anderes. Haha, doch Super Meat Boy, aber das ist scheiße. Niemand mag Meat Boy. Ernsthaft niemand.
Nicht mal Meat Boy mag Meat Boy. Das ist Meat Boy. He hates himself. Ja. Cause he's a bastard. Ich treffe dich mal beim Wurfmesser. Ich treffe dich einfach alle durch. Was? Weil die winzig sind. Nein, normalerweise würde ich die treffen, aber. Okay, machst du ein Portal, dann können wir zurückgehen. Spartanische Wälder? Mhm. Tegea ist keine eigene Stadt. Achso, da hätte ich es vielleicht, aber. Nein, du hast einfach in Spartanische Wälder gemacht. Hier Spartanische Wälder und da ist Tegea. Oh, stimmt. Okay. Wollen wir noch hier unten noch gehen? Weil hier unten war noch irgendwas. Ja, da ist ein Friedhof. Wo ist denn der? Ich bin über so ein riesiges Feld gelaufen und dann waren hier ein paar Zombies und die habe ich ein paar niedergeknüpft. Dieses Mal war ich im Single schneller. In einem Part. Ich habe in einem Part nämlich komplett Tegea gemacht. Ich bin nach Tegea gelaufen. Nee, warte. Ich musste in Tegea auch den Part beenden. So war das. Und habe dann noch einen aufgenommen. Ja, wir sind einfach nur Pyro-Joint schon wieder, oder? Nee, Pyro ist glaube ich ein Händler oder so. Der wird einfach nur Buggy angezeigt. Ja, ich glaube auch. Kann man hier wie so eine Legende haben oder so eine Weltkarte? Gibt es noch... Legende gibt ja, es? Ja, das ist ein Händler. Wo gibt's die Legende? Ja, das stimmt da unten. Ja, Händler. Ja, stimmt. Aber ist kein großer Unterschied zwischen Händler und Spieler. Ja. Ist auch so. Ich geh mal den Magier kurz kalt machen. Ich kann ja meine Störbälle mal benutzen, fällt mir gerade an. Du könntest auch mal deinen Hund spawnen und deinen Hund. Ja, aber ich bin gerade gestorben, deshalb habe ich noch nicht wieder gespawnt. Guck, hier sind übrigens Zombies. Meinst du die hier oder waren die bei dir schon wirklich voll? Ich mache dir fast gar keinen Schaden. Störwelle. 3. Das ist übrigens die Störwelle und die ist OP. Nein, die ist gar nicht mehr so OP. Ich mach den kaum Schaden damit. Trotzdem, die macht übertriebenen Flächenschaden. Ich habe sie auf Level 2 schon geskillt und sie macht fast keinen Schaden. Die schnell raus ist und Gift, die ist mega. Mega assies Gift. Ich hoffe, ich kann zwar keinen Blut und Schaden machen. Aha. Ich mache den Zombies so gut wie keinen Schaden, weil ich bin auf Gift und Blutschaden und ich mache damit was zur. Halt auf zu leuchten, das ist illegal. Wenn du die Störwelle richtig hart geskillt hast, macht die halt One-Hit bei allen Gegnern fast. Auch bei Bossen? Nee, halt bei normalen Skeletten und so, die fliegen dann komplett auseinander sofort. Ist halt schon ziemlich stark. So, warte mal, 2. Moment mal kurz, ich muss mal kurz gucken, wie lange das dauert, bis ich 2 Waffen haben kann. Da muss ich noch 3, man kriegt 3 pro Level, oder? Ja. Och, scheiße. Da muss ich noch 2 warten, bis ich 2 Schwerter benutzen kann. Assi. Mehr war hier nicht, oder? Hä, da liegt... Ach, jetzt wird der Ring erst angezeigt. Alter, das hat lange gedauert. Ja, wenn der Ring noch so ein bisschen hin und her springt, das hatte ich bei meinem Ring gerade auch. Das hat halt mega lange gedauert, ey. So, da vorne kommen jetzt die Zombies in die Stadt eingefallen. Hier? Ja. Die sind halt tot. Oh. Hier ist einfach niemand. Oh, hier kommt ein Zombie. Hier ist auch keine Leiche bei mir. Bei mir sind da tote Leichen. Bei mir tote Leichen. Ja, Piro ist ein Händler. Früher habe ich Flüge und Sensen an Bauern verkauft. Herzlichen aber seit die Monster da sind, verkaufe ich mehr Schwerter und Schilde, Beinschienen und Speere. Ja, der hat übrigens Schwerter. Ich habe aber auch Schwerter. Mit 19 Schaden, mit 15 Schaden, mit 14 Schaden. Ich kann die alle nicht benutzen. 17 Schaden. Wieso kannst du die alle nicht benutzen? Geschicklichkeit? Ja. Nee, Stärke. Mir fehlt für die meisten Schwerter. Stärke 66. Welches ist denn so stark? Okay, warte, das hier hat Stärke 89. Das hier ist geil, aber es kostet so viel. Stärke 89. Oh, ich will dieses... Wie viel Stärke hast du denn? Ich habe 81 Stärke. Das Kopis der Stärke? Ich will beide haben, die sind auf jeden Fall mega geil. Ja, das eine ist nur, weiß. Ja, aber es sieht geil aus. Ja. Gibt's hier einen geilen Speer? 28, 31, ja, fick die Wand. Wie viel Cash hast du? 70.000. Okay, ich brauche eindeutig mehr Geschicklichkeit, fällt mir gerade auf. Ich skill zu viel Stärke, ich hab 99 Stärke. Ich skill zu wenig Stärke und hab zu viel Geschicklichkeit. Gibst du mir was ab? Ja, lass tauschen. Okay, das. Ich kaufe mir jetzt einen Speer. Weil ja, das Schwert brauche ich nicht mehr, ich kann mir sowieso ein bestes kaufen. Weil der Tod ist geil ist. Und verkauf meinen alten. Wir weiterlaufen. 63.000 habe ich übrigens.
Ja, ich habe 71.993. Oh, das ist ein Wildschwein, hallo. So, jetzt sind wir wieder weiter als im Singleplayer. Schreiende Erfahrung, Shotgun. Ich bin in eine komplett andere Richtung gelaufen, mache hier gerade Wildschweine kalt. Ich auch, ich auch. Die normalen Satyren, die sterben nach einem Messer. Also okay. Die sind sogar direkt tot, wenn das du die nur hittet. Also, der eine hatte gerade noch 2 HP oder so. Okay, nice. Okay, meine Sterbewelle macht übrigens Blutungsschaden. Ja, oder sind das nicht deine Hunde? Levelt. Nein. Ich bin noch mega weit entfernt vom Level. Wo bist du denn? Ich bin über dir. Ja, renn doch nicht einfach weg. Ich will die Karte doch auch erkunden halbwegs. Ja, wir sollten immer so ein bisschen zusammenbleiben eigentlich. Ja, du rennst ja immer weg. Ja, ich weiß, ich habe eine Wildschirmhaut gekriegt. Natürlich. Hi. Ja. Rückfasstor, okay, der. Durch den Blutungsgiftschaden sind diese sofort tot. Oh, Perlen. Das erste Mal, dass ich Perlen bewusst aufhebe. Ja, ich habe auch noch keine Perlen bewusst aufgehoben. 5 Geschicklichkeit und 56 Energie gegen 6 Geschicklichkeit. Da ist mir eine Geschicklichkeit egal. Dann gehe ich zweimal auf Stärke jetzt. Oh, hier sind Zombies, hier sind Zombies, hier sind Zombies. Oh, und Skelette, und Skelette, und Skelette. Und eine Sterbe. Ich mach den Krähen fast keinen Schaden mit der scheiß Sterbe. Hier ist ein Jagdspeer der Geschicklichkeit, falls du ihn willst. Wie viel? Weiß ich nicht, habe ich gerade das aufgehoben. Okay, nice. 17 bis 31, Durchschlagschaden und Geschicklichkeit zu plus 10. Ja, nimm mal mit, kann ich gut gebrauchen, glaube ich. Ich habe mir zwar gerade einen gekauft für 6000, aber... Solo, ne? Ja, money is only paper. Naja, hier vielleicht nicht. Ist hier schon wieder ein Friedhof? Nein, hier ist ein Tempel. So. Du bist fast tot übrigens. Finde ich gar nicht. Ich wusste, dass du dich jetzt heißen lassen sagst. Ich hatte mich lustigerweise wirklich schon geheilt, als du es gesagt hast. Wurde nur dir halt noch nicht angezeigt. Also, wie soll ich uns eigentlich skillen? Weil, ich will ja direkt jetzt gleich mal 2 Waffenkampf haben, aber dafür brauche ich ja mindestens noch 2 Level. Also, mindestens jetzt 1 Level noch. Aber soll ich jetzt meine kompletten Punkte in Dings packen? Ja. Ich will mal L drücken für alles. L für alles? Hä? Ja, ich will, wenn ich meine Skills angucken will, will ich auf L drücken. Wenn ich die Quests angucken will, will ich auf L drücken. Ich mach dann, glaube ich. Wenn ich meine Skills angucken will, drücke ich auf C meistens, obwohl C auch vollkommen verkehrt ist. Okay, wir dürfen noch nicht hier lang gehen, glaube ich, oder? Ist hier eine Höhle oder gibt's hier jetzt ein Punkt pack hier so in meinen kalkulierten Schlag, würde ich sagen. Okay, mach, hier ist eine Höhle, komm mal her. Hier ist ein Tempelhöhle. Ach nee, ich mach mal mein Blitzpulver, ich will mal gucken, was das bringt. Hier ist eine Tempelhöhle. War da oben bald. Nicht noch was? Ja, hier ist eine Tempelhöhle. Nein, achso, hier geht's ja nicht weiter. Nee, hier geht's, glaube ich, nicht weiter. Also einmal alles kalt machen. Am Arsch, ciao, viel Spaß. Alter, heilige Scheiße. Alter, ich hab grad mit dem Messer fast alle getötet. Ich hab grad eine Sturmwelle reingehauen, hat fast nichts gemacht. Also mein Messer ist bisher noch besser. Okay, die macht, okay, die töte ich ja auch fast. Kalt. Hauptsache erstmal alle Schreine aufmachen. Die Skelette fetzen halt richtig schön auseinander bei mir. Da war übrigens gerade eine Frostexplosion in dem Schrein. Hast du gesehen? Keule der Vernichtung, chillig. Ich geh mal von den Schreinen weg, wenn die geöffnet werden. Ja, ich auch. Außer manchmal, wenn du sie öffnest. Ja. Sie machen an dir aber, glaube ich, auch keinen Schaden. Ich glaube schon. Ah, da ist eine Falle drin, da ist eine Falle drin. Man hört die Falle immer. Ja, mein Spiel ist ein bisschen leise. Mach dann Klick. Ja, ich hab's ziemlich laut gemacht. Wow, Rattenmenschen. Oh, ich bin tot, Wow. Ja, Freddy? Ach, du hast auch Leute hinter dir. Du nimmst die Skelette, ich nehm die... Oh mein Gott! Ja? Was glaubst du, warum ich laufe? Du nimmst die Skelette und ich nehm die Viecher, die ich töten kann mit Gift. Ich hau einfach komplett einmal eine Falle rein. Wow! Alter, wie viel hast du denn dabei? Alle. Ich weiß nicht, was mein Blitzpulver macht, aber es sieht gut aus. Okay, es verwirrt die Gegner. Ja, sie schlagen sich selbst.
Das ist mega geil. Das hättest du echt mal mit früher skillen sollen. Das ist ein typischer Freddy-Trank. Das ist ein typischer Freddy-Skill eigentlich. Gegner töten sich gegenseitig. Ich hasse es, wenn Gegner sich nicht gegenseitig töten, ne? Das finde ich meistens so surreal an Spielen. Was? Warum sollten sich... Wieso sollten sich Krähen und Skelette mögen? Krähen picken Skelette ab, um Fleisch davon zu kriegen. Nein, das nur bei Zombies so. Ja, dann müssen sich Krähen und Zombies ja wenigstens angreifen. Okay, meine Schockwelle macht echt ein bisschen sehr wenig Schaden. Ich hab ein Bestienrufer-Ding, ich glaube, der ist für dich ganz gut. Was? Ein Ring, Bestienrufer-Ring. Was macht das? Keine Ahnung, ich hab ihn gerade erst abgesammelt. Wahrscheinlich Sachen plus für meine Begleiter. Der macht Bonus für alle Begleiter, plus 5 Elementarschaden und 8... 5% Elementarschaden und 8 Elementarschaden. Naja, das ist nicht so gut. Meine Leute machen keinen Elementarschaden. Warte mal, du hattest doch... Nicht Elementarschaden? Du hattest doch irgendwas gefunden für mich, ne? Ein Speer. Ja, hier ist der Speer und hier ist der Ring. Kannst du dir mal angucken, ob der wirklich so scheiße ist. Die machen keinen Elementarschaden, meine Leute. Ja, aber sicher? Ja. Okay, ja, aber der macht ja noch Elementarschaden so an. Also das heißt ja, dass deine Gegner noch, also dass sie noch mehr Elementarschaden machen, plus die Elementarschaden, der Ring auch noch macht. Okay, warte mal, welcher Ring ist von meinen schlechter? 10% Kältewiderstand, 61 Leben oder 51 Energie? Scheiß auf die Energie. Dafür habe ich Tränke. Gut, komm mal mit, Leute. Hier wäre ganz süß. Danke. Hauptsache, du bist schon viel weiter als ich. Lock die mal alle zusammen, dann hau ich nochmal einen Schockwelle. Wow. Okay, bei manchen bringt es nichts. Dann greifen sie einfach nur mich an. Ich dachte gerade, da liegt ein blauer Gegenstand. Wäre geil. Wäre mega geil, Alter. Ich glaube, die Skelette haben uns durch die Wand gesehen. Sie haben so aufgeschreckt geguckt. Okay. Ich hau da gleich mal... Ah ja, sie kommen jetzt schon. Okay, ich mach echt ein bisschen wenig Schaden. Okay, erstmal den Magier töten. Tötet euch gegenseitig, meine Kinder. Levelt. Chillig. Ich bin jetzt schon wieder bei 3 beim Level. Nein, bei 5 sogar, oh. Alter. Übertreib doch einfach mal, Mars, dass du levelst viel schneller als ich. Ja, muss ich ja auch. Ich will ja auch endlich 2 auf dem Kampf haben. Ich brauch kein Scheißschild. Du musst mich dann übrigens mal deffen. Weil ich geh voll auf die Idee. Fuck. Hm. 24 Rüstung, 9 Giftwiderstand, die sind scheiße. Das war das scheiße. Und du lootest natürlich fröhlich weiter. Weißt du, beschwerst dich über mich, wenn ich einmal alles weglute? Hab ich nie gemacht. Hey, du hast eine königliche Truhe, oder ne? Die war, da war nur Schrott drin, da war nur Crap drin, Alter. Gold. Oh, nochmal. Was sind das jetzt für welche? 12 Rüstung. Ach, warte mal, ich bin ja gelevelt. Dann mache ich nochmal 2 auf meine Störwelle und einen nochmal auf Hundis. Was macht das? Warte mal, hiermit kann Lebensgewinn viel schneller hintereinander eingesetzt werden. 26% Aufladezeit weniger. Oder ich mache jetzt ja Fleisch, es gibt 24 Energiekost oder 25 Schaden durch Blutung. Und 5 Durchschlag. Oder Energiekosten. Mehr Leben und mehr Energie. Ausweichangriff, 22% Wahrscheinlichkeit angegriffen. Ja, das ist nicht so geil. Aber ich mach Eichenherz. Komm, ich mach mal Eichenherz höher und dann setze ich auch mal Eichenherz ein. Eichenherz setze ich nie ein, ey. So, auf 8. Was ist ein Eichenherz? Ist das ein passiver Skill oder ein aktiver? Das ist ein aktiver Skill, der macht dich jetzt heal. Also der healt dich. Also das ist sowas wie meine Klinge und sowas. Ja, genau. Der müsste dich heilen. Ich weiß aber nicht, warte mal genau, bleib mal stehen. Unterstützt die Lebenskraft des Charakters und seiner Verbündeten. Ich weiß aber nicht genau, wie viel Lebenskraft hast du so. Bleib mal weg von mir. Ja, ich krieg dann 120 Leben mehr. Alter! Das ist schon ziemlich viel. Okay. Was? Ich bin fast gestorben. So, ich nicht. Ich bin auch gerade erst angekommen. Ich glaube, es macht jetzt deutlich mehr Schaden. Hab nochmal 2 reingesetzt, 2 Punkte. Habe ich jetzt insgesamt 4 drin.
Kurz mal Helm angucken. 20 Rüstung, 14 Verteidigungsqualität, 12 Rüstung. Ja, genau, als ob ich so einen Scheiß nehme. Alter, dieses Spiel macht so Spaß. Alter, ich könnte jetzt den ganzen Tag nur aufnehmen. Ja, ich auch. Es ist einfach nicht langweilig. Also nicht vom Speicher her, aber ich hätte Bock zu. Weil es halt mega Spaß macht. Hab ich den. Was ist denn Arcadia, ernsthaft? Sag mir nichts. Ja, auch nicht. Hört also der Name Arcadia sagt mir schon was. Also ich erinnere mich noch an den Namen, aber ich weiß nicht, was das war. Ich mich schon lange nicht mehr. Oder war das ein Wald? Ja, ich glaube. Ich glaube. War das nicht das mit der zerstörten Brücke, wo man so einen großen Gegner töten muss? Ja, das könnte sein. Den ich schon gespoilert habe in deinem Singleplayer-Display. War das den du gespoilert hast? Ich habe alle gespoilert, also wird es einer davon sein. Reines Gefühl, das ist da eins. Wie viel hast du davon jetzt schon? Weiß ich nicht, muss ich zur Truhe gucken. Bestimmt schon 3, oder? Ja, man braucht auch 5. Erkrankt ist. Das war meins. Ne, ich glaube, ich habe die inzwischen auch. Ja, aber ich will die haben. Ich glaube, ich hab die. Komplett. Ich glaube, dass Wie? Du mir die gegeben hast. Oh, Schrein der Meisterschaft Shotgun Manner. Also ich glaube nicht, dass ich dir die gegeben habe. Was? Mein Angriff ist ein bisschen besser geworden. Das war mein Messer aber auch. Ich habe auch noch einen reingeschossen. Ja, aber ich habe auch noch Messer reingeworfen, wo einmal platzen alle. Ja, es sah ziemlich nass aus. Eine große Harp hier. Das ist ein Boss. Ja, doch, ich mach den schon ziemlich viel Schaden. Wie sagt plötzlich 1000 Leben mehr? Also ich hab, nein, wie sagt jetzt 1000 Leben? Ich hab noch mal, also du hast noch kein Eichenherz gepackt? Nein. Ah! Ich hab Heldmonster getötet. Hab's gesehen. Noch hast mal du auch die Erfahrung gekriegt? Bekommen? Ja, hab ich noch mal reines Gefieder gekriegt, aber nur 1400, ne? Wie viel Leben? Warte mal, du hast jetzt... Wie viel Leben? 1000... Alter, also, ernsthaft? Ja. Ja, guck mal, warte mal, du hast eine Special Geschichte. Geh mal weg. Hä? Ja, ich krieg durch dein Eichenherz, kriege ich 200. Ne, jetzt nicht mehr. War wegen dem Schrein der Meisterschaft. Ach so. Das ergibt Sinn. Warte mal. Bald kommt auch der Olivenhain, aber der kommt erst nach. Nach. Könnte ich erst nach Athen noch? Ja, weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht Steig genau. Steig ist von Megara. Chill. Oh nein, Krabben. Das waren Schildkröten, oder? Nein, von Krabben. Aber Schildkröten auch. Schildkröten auch, ja. Schildkrötensuppe. Nein, darunter ist das dann gleich. Ich sehe von hier aus schon welche. Ich wollte hier nochmal eben die Harpienkleid machen. So, ja, ich dachte, du wirst vielleicht den Brunnen noch aktivieren, dass du nicht nochmal komplett wieder hinlaufen musst, weil ich hätte kein Portal gesetzt, wärst jetzt gestorben. Ich sterbe ja auch nicht. Ja, ich glaube, jetzt hast du das reine Gefieder schon fertig, aber ich glaube, Erkrankungsgefieder habe ich meiner Box, also das wäre cool. Kann sein, ich guck noch. Können wir gleich gucken, sobald wir in der nächsten Stadt sind. Oder wir gucken einfach am Ende des Parts mal. Ach, da hinten ist noch was, okay. Gott, mir macht das LP gerade echt so viel Spaß. Ja, okay. Würde mir stinken, wenn ich Leon wäre. Ich habe keinen Platz mehr. Na, warte ich was. Ich sollte hier mal ein bisschen. Ich hasse es, dass meine Tränke immer so scheiße sortiert werden. Vor allem, man hat auch nur 5 Tränke zum Stapeln, ey. Gut, in zweiter. Man hat doch heißes Inventar, ey. Das ist mega nervig. Ja. Ich freue mich auf das zweite Inventar, das kommt bald. Okay, ich kann jetzt irgendwie aus meinem Bildschirm rausgehen. Mit meiner Maus, also auf meinen zweiten Bildschirm. Hojo, sexy. Das ist eigentlich nervig. Hier könnten die kletternden Dinger kommen, ne? Welche kletternden Dinger? Diese Türen. Du meinst doch Bergsatüren, irgendwie sowas. Ach so, ja, Bergsatüren. Aber ich dachte, die kommen jetzt viel später. Ich dachte wegen Steilküste vielleicht. Da gehst du auf, dass es Bergziegen sind. Okay, Part ist zu Ende. Okay, Part ist zu Ende. Lass uns zum Brunnen stellen und Part beenden. Okay. Okay, schade. Ich hätte Bock auf noch einen Part, Alter. Ich auch. Ich glaube, ich habe nicht mehr genug Platz. Ich schon. Gut, dann. Moment, mal kurz hier hinschlagen. Ich hoffe, euch hat es halt gefallen. Wenn ja, wäre nice, wenn ihr mal irgendwie sagt, dass er euch gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Habt ihr Pech gehabt, ist uns egal. Ciao. Ciao.